Schauen wir mal. Erst einmal, da ich in diesem Raid drin bin. In der Schlacht, auch immer. Ist, glaube ich, die Endraid von Mr. Medaria, oder? Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber der soll wohl ziemlich nice sein. Und der ist wohl relativ lang. Ich habe eine Daily bekommen. Leeren Super Cho ist es, der da redet. Okay. Aber ich meine, wenn wir hier diese Bonusfähigkeiten und so haben, sollte das eh klar gehen, oder? Ich glaube, ich will noch meinen Lifesteal-Sockel raus. Ich glaube, ich spiele lieber... Überleg, was ich spielen soll, statt Lifesteal. Okay, ich bin Infight mit irgendwas. Das habe ich öfter, ich irgendwie einfach Infight-bugged bin. Okay, leider muss er drinnen bleiben, das Sockel. Habe ich aber nur auf dem Krieger irgendwie, ne? So. So, ich habe keine Ahnung, was die Mechanics oder so sind. No idea. Ah, es wird schon werden. Glaube ich. Muss ich hier stehen? Ich bleib mal hier stehen. Und der hat sich geteilt. Und so Kleinkram irgendwie. Gehen wir da rüber. Müssen wir den jetzt einfach weghauen, die kleinen Viecher? Nimm mich an. Okay, die meisten spielen Arms Warrior, ne? Aber Warrior scheint gut zu pumpen hier in dem Game. Teilt er sich wieder auf. Da kommen die Viecher. Das sind freundliche Viecher. Ah, die müssen geheilt werden oder so wahrscheinlich. Ja? Kann das sein? Okay, es gab ein bisschen... Okay, er ist dead. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber er ist gestorben. Alles klar. Wir haben vorhin, by the way, Thron versucht, aber den haben wir nicht geschafft, den Raid. Oh, ich bin wieder Infight gebuggt, oder? Komischerweise bin ich immer Infight buggt. Ich weiß nicht wieso. Es wird viel Zeit brauchen, bis das Tal geheilt ist. So ein Mist. Und jetzt kommt irgendwie eine Cutscene. Wie wir da hochgehen. Was ist das für ein Tor? Jo, die Höhle kenne ich aus dem Szenario. Ich habe so ein Szenario gespielt, aber auch so eine Höhle. Ich glaube, das ist die gleiche. Deadmines? Nee. Okay, da ist eine Tür. Einmal Loot mitgenommen. Ein Großschwert habe ich bekommen. Nehmen wir mit. Sieht sogar ganz cool aus. Wo sind alle Leute hin? Wartet auf mich. Die goldenen Lotus, sie sind übernommen oder sowas. Was ist mit euch passiert? Bereit? Was ist mit euch geschehen?
Ja, man kriegt leider so wenig Bronze hier, ne? Ich habe 400 Bronze jetzt bekommen dafür. Nicht so viel. Und dafür, dass man Ewigkeiten raidet. Ne? Wir kennen nur noch Verzweiflung. Eine angemessene Strafe für unser Scheitern. Ich verstehe. Das Schar hält ihre Geister hier gefangen, um ihr Versagen immer wieder zu erleben. So, let's see. Ich weiß nicht, ob ich nicht raufgehen muss. Ich schaue irgendwie mal auf alles rauf. I don't know. Da bleibe ich mal drinnen stehen. Ist das gut, dass ich da drinnen stehen bleibe? Ich glaube ja. Hallo Paxen, wunderschön. Also ein paar sind draußen, ich bleibe jetzt einfach auf dem hier. Okay, die Explosion kann ich auf jeden Fall kicken, das ist schon mal gut. Egal, ihr schaut auf alle rauf. Ich gehe mal ein Stück weg. Inferno Strike on Moon Build. Sieht nicht gut aus. Ganz cool, dass du dich da reinstürzt. Bin neugierig, aber keine Zeit, Lust, mich reinzufuchsen. Ja, ich finde, es macht Spaß. Und das Gute ist halt, dadurch, dass du hier relativ gut gebufft bist, ist es halt nicht so anspruchsvoll. Ne? Aber es gibt schon viele Wipes und Leute kommen schon nicht auf Mechanics und so klar. Vor allem, weil man sie nicht kennt. Ich kenne sie auch nicht. Aber insgesamt alles halb so wild. Katastrophe wirkt hier, das klingt nicht gut. Ist das gut, dass wir sie jetzt erstes umhauen? Bin ich nicht sicher. Mein Laubfeuer macht jetzt so einen Damage gerade. Okay, ich gehe mal auf den hier. Ich habe leider absolut keinen Plan, ob den ich gehen soll. Und die Dame lebt wieder. Ich finde es gut, dass der Tank Paladin einfach Top 1 im Damage ist. Okay, so langsam sind alle tot, oder? Nur der lebt. Der lebt noch. Muss man die alle gleichzeitig tot haben, oder? Ich glaube, Leute, die retten sich, aber wenn man den nicht gleichzeitig tötet, kann das sein. Das finde ich so geil. Ich glaube ja. Tatsächlich. Muss man machen. Dann haben wir die jetzt aber. Das sieht gut aus. Oh. Nein. Oh, wir hatten sie fast alle gleichzeitig down. Das ist ein RIP. Und jetzt müssen wir auf die an die Spots swappen. Ich glaube, jetzt sieht es aber gut aus. Warte.
Sieht sehr gut aus. Bitte. Nein, der ist wieder belebt. Bringen wir den raus. So, jetzt haben wir alle drei im Leben. Und wenn wir den die jetzt weghauen, müsste es klappen, oder? Aber Dick, aber ich mache meine Trommel nochmal an hier. Ich gehe mal auf den mit der meisten AP. Kampf gegen Windmühlen, das ist... Der eine ist down. Ja. Easy Bossfight. Wie dumm. So, wo ist mein Loot? Habe ich schon gelootet? Ja, anscheinend habe ich gelootet. Na gut. Wo genau sind wir hier? Ah, wir sind außerhalb von diesem Ding. Ja, ohne Spaß, diese Cataclysm Raids, die Omnipure Raids. Die sind so riesig. Da hättest du wahrscheinlich 5 Tage raiden müssen, oder damals? Oh, wir haben 27.000 Umhängdinger. Nackt. Sehr gut, ich schau nochmal meinen Mana-Trank rein, wegen mehr Eifer. Sind das schon Bosse hier? Nee, ne? Aber hier ist die Höhle aus dem Trailer gerade. Ich nehme an, da müssen wir gleich reingehen. Kann ich leider nicht kicken, das Ding. So. Okay, die Goblins sind leider nicht mehr hier. Ziemlich cool, finde ich es bisher. Der Typ hier müsste sich eigentlich mal mit Bronzebart hinsetzen, oder? Die würden sich so gut verstehen, die beiden. Der Cho und der Bronze. Nurushen, der nächste Lümmel. Halt. Sorry, mein Kaffee ist sehr heiß. Ja, wir würden die gerne austreiben. Ja, bitte lasst uns durch. Das wäre cool. Jo, da schwert sie da richtig nice aus mit den Augen. Richtig geil. Ihr alle seid mit dem heimtückischen Makel des Stolzes beschmutzt. Das würde ich sogar zweimal nehmen. Ich liebe Augen, Leute. Augen sind cool. Erst in euch selbst bezwingen.
Wir sind bereit. Inneren Dämonen gegenübertreten. Das machen wir. Ich mach das mal so, okay? Haben wir ein bisschen mehr Platz zum Sehen. Get inside. Oh, was ist das hier? Ich muss meine Dings verringern. Aber wie? Das Licht reinigt, aber es ist nicht so. Müssen wir den lümmeln? Seid bereit und lasst euch läutern. Ich glaube, wir müssen hier raufbauen einfach. Frage ist, was hat er für Mechanik denn, Typ hier? Oh, da kommt Viecher an. Crash Mobs töten ist, glaube ich, immer ganz gut. Machen wir mal. Weil die Bosse haben so viel AP hier, ne? Ihr müsst überlegen, wir sind ja komplett durchgebufft mit diesen ganzen Umhang-Dingern und so. Und trotzdem pumpt dieser Boss so rein. Bleib mal auf dem Boss drauf. Cool. Das sieht nicht gut aus. 100% Verderbnis ist, glaube ich, nicht geil. Zwei Leute sind down. Ganzen mal getötet. Da habe ich nur, wo die gestorben sind. Weil so wirklich Damage kriege ich gerade nicht, ne? Und da habe ich damit. Ah, dieser Laserstrahl, okay. Der Laser scheint böse zu sein. Aber haben wir den Kollegen. Wenn es der Boss war, ich glaube nämlich nicht. Bin jetzt nicht nach dem Boss angefühlt. Doch, es war ein Boss.
alles klar. Was haben wir hier? Ui. Okay, die Waffen sehen aber geil aus. Wenn ihr wirklich bereit seid, die Waffen sehen aber sehr gut aus, ja. Die Kammer betreten. Oh, was ein fetter Kolben. Let's go. Ich glaube, von damit kriegst du einen drüber gehauen, ey. Komplett vorbei. Okay, der kommt jetzt mit uns mit hier. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht nochmal abends gehen soll. Ich ballert abends ein bisschen mehr rein. Können wir gleich mal austesten vielleicht. Geht der halbe Rage-Stift weg? Meisterschaftsfahren? Was haben wir hier drauf? Magie heißt es. Oh. Ich werde Hilfe suchen. Kommt, stellt euch mir entgegen. Da haben wir ins Gesicht bekommen. Ich geh kurz mal auf Arms. Ich guck mal rein, wie das so ist. Habe ich hier noch Punkte? Nee, die habe ich schon verschwendet. Soll ich mal Einsteigerbild drücken? Mal gucken, was er mir sagt. Okay. Machen wir so. Ich habe eine Waffe zu viel an jetzt, ne? Was haben wir hier? Spellreflekt. Schade Stolzes. Na gut. Ich kann immer den Trank hier anwerfen. Ich baff mal den Raid und so durch. Machen sonst kaum Leute. Habe ich abends? Habe ich Blutung drauf, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich ganz ein paar gute Crits drin. Muss ich vielleicht da stehen, wo die anderen alle stehen? Stehe ich hier falsch. Bin hier einfach mal reingelaufen, weil der hat da gepinkt. Erstickt an eurem Stolz. Er hat getötet. Ich habe jetzt gleich wieder meinen dicken Bladestorm. Bladestorm rein. Leute, der Tank macht so viel Schaden, dieser Tank-Paladin, ne? Ah, der ist auf 64. Das macht Sinn. Mit 64 hast du anderes Scaling, deswegen. Liegt so ein bisschen daran mit. Nicht wundern. Wieder nett oder so, Daniel? Entledigt euch von Arroganz.
Kriegen jetzt die Ed wieder da. Müssen wir mit Ed drauf? Ich glaube ja. Geh jetzt zum Ed hin. Wieder in die Mitte. Hat er gerade Kriegshäuptling gesagt? Was meint er damit? Ward Team Attack. Oh, Execute-Phase. Aber ich habe so viel Tempo, ich schaff's nicht, jeden globalen Execute zu drücken. Aber wir können ja Blind Blade Storm. Wunderschön. Bin leider immer noch Infall. Ich habe immer Infall-Bug. Jedes Mal. Das ist echt nervig. Ich habe gerade verstanden, die Scheiß-Arroganz, aber der Höllschweiß-Arroganz zusagt. Blutschrei ist hier. Hätte ich gern die Waffe. Ich bin in Combat gebuggt. Ich mach mal einen Reload. Alle sind Combat buggt. Das muss irgendwas mit diesen Runen zu tun haben, glaube ich, die es gibt. Ich warne euch, Lortima. Die Allianz belagert die Stadt und wir werden Höllschrei vernichten. Naja, ich brauche den Loot nicht so dringend, glaube ich. Ich will meinen Loot haben. Ich will ihn doch. Na gut. Müssen wir liegen lassen, leider. Das wird uns so oder so per Post geschickt, oder? Die wichtigen Sachen. Warte, wir gehen jetzt nach Orgrimmar. Wie nice. Kann ich nochmal zurückgehen? Nee, ne? Loot comes with mail, ne? Zum Hafen. Geringes Portal. Hier sind wir. Geil. Hä, wir gehen jetzt einfach nach Orgrimmar rein, oder wie? Das Ding ist, ich meine, der wichtige Loot kommt sowieso per Post. Also Schlacht um Orgrimmar, ja. Hätte ich mir denken können, tatsächlich. Hätte man sich denken können. Aber wieso drehen die Hordenleute immer so durch? Garrosh dreht durch mit dem, mit Orgrimmar, Sylvanas hatte das in Vordelkam in der City. Wann gibt es Schlacht um Stormwind? Oder um Eisenschmiede. Irgendwie drehen immer nur die Hordenkriegsführer durch. Da ist noch Loot.
wichtig, wichtig. Oh, warte, da ist eine Bombe aktiv. Das ist vielleicht böse. Oh ja. Ich glaube, die sind gerade alle von der Bombe in die Luft geflogen. Oh oh. Ich hab Akku. Wow. Hey, wir sind wieder hier. Hä? Müssen wir jetzt komplett zurück mit den Portalen? Maybe. Kann ich jetzt doch noch in meine Kiste reingehen? Kann ich nicht seine Axt hier mitnehmen? Oh, da waren viele Fäden drin. Sehr geil. Und es war so ein Transmog-Ding hier drin. Bumm. Gar nicht mal so schön. Ach du meine Güte. Ich gehe mal kurz auf... mein Roboterbild. Cool. Leute, ich check gerade nicht, wo wir lang müssen. Da müssen wir. Alles klar. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns mal wieder gruppen. Irgendwie sind wir gerade bei den Trash-Mobs stuck. Mal sehen. Ah, wenn man auf dem Mount ist, kriegt man viel Damage anscheinend. Müssen wir alles klären? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die wissen schon, wie das abgeht. Die Leute. Die Bomben setzen steht oben. Oben? Ich sehe es, glaube ich, nicht. Ah, die Kanonen muss ich töten. Okay, ich sehe. Leider sind wir wieder infighten. Gerade fertig geworden, okay. Das Legend nicht gesehen. Okay, wo kommt die her? Aber Quelltalas war auch Horde, oder nicht? Das sind doch Blutelfen einfach. Wie ich sehe, steht der Drachenmalklan auf Garros Seite. Oh, Sylvanas auch hier. Meine Pfeile reichen nicht aus, um dieses Monstrum abzuschießen. Ihre Pfeile reichen nicht dafür aus, aber den Lich King kann sie one-shotten, oder wie? Wir sollten die Küstenverteidigung. Helden, nehmt die Türme ein, richtet die Geschütze auf den Protodrachen und holt ihn vom Himmel. Einige von euch sollten zurückbleiben, um den Brückenkopf zu sichern. Drachenmalklan, nehmt den Hafen wieder ein und treibt. Okay, ein paar Leute gehen hoch, ich bleibe auch hier stehen. Jeder ist gegen Garrosh, okay. Holt sie schnell vom Himmel, damit ich sie erwürgen kann. Ich werde in der Mitte bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst hin muss. So, nu?
Da kommen wieder Mobs. Sehr schön. Fortschritt am Südturm. Was ist das hier? Ich habe das Gefühl, dass hier... Oh, was ist das? Eine dicke Kanone. Ich muss sagen, ich finde Arms Warrior ziemlich solide. Da kam da eine Schlange raus, ey. Haben wir das Gift durch, ja. Für Healer-Locks, immer wichtig. Aber ich verstehe diesen Fight nicht so wirklich, muss ich gestehen. Ich bleibe in der Mitte stehen und hau drauf. Okay, die Hälfte haben wir geschafft. Was ist euer Begehr? Ein weiter Weg. Warum helfen die beiden eigentlich nicht mit? Ganz schön frech, oder? Okay, da hat jemand drauf gepinkt. Vielleicht müssen wir in den Turm reingehen. Gut. Ich gehe jetzt mal in diesen Turm rein. Betäubt. Ich weiß nicht, ob ich den auf mir drauf habe. Nee. Jetzt komme ich hier nochmal rein. So, nun bin ich hier. Oh, wir haben sogar ein paar Leute verloren. Aus Gründen. Kann ich den angreifen? Ich habe ihn angegriffen. Jo, war ich das? Nee, ne? Das wäre nicht ich gewesen, oder? Mit meiner Axt. Ich rede mir mal ein, als ich es war. Oh, ich habe irgendwie was auf mir drauf. Ich hatte so einen Laser auf mir drauf. Ich glaube, damit muss ich rauslaufen. Habe ich so das Gefühl.
Da ich gerade ein paar Leute weggebombt habe. Ja, das war diese dicke Kugel. Damit musst du weg, anscheinend. Wie hoch sind die Werte? Kann ich gleich mal zeigen. Hier. Da. Du bist aber leider trotzdem nicht stärker als normale Leute, die nicht auf Max-Level sind. Also auch mit diesen Werten bist du schwächer als Leute unter deinem Level. Weil das Scaling so extrem ist. Ja. Also ich müsste die wahrscheinlich noch verdreifachen, damit ich mit einem Level 30er schon mithalten kann. Okay, wir haben es geschafft, irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie haben wir es geschafft. Lol. Ja, das Scaling ist zu extrem auf dem Max-Level. Eiserner Koloss kommt jetzt. Ja, Scaling ist ein bisschen RIP. Leider. Unsere Verluste sind zu groß. Trolle. Sie sind wahre Helden. Oh. Der Segen der Erdenmutter sei mit ihm. Boah, die armen Trolle, die werden hier weggefarmt, oder wie? Und man werde die nicht auf den Twink über, das stimmt ja, die sind maxed. Ja. Okay, nächster fetter Boss. Mal sehen. Und Ringe und Schmuckstücke muss man auch noch mit dem Ring, mit dem Twink freischalten. Oh, ich hätte gedacht, dass zumindest die übernommen werden. Okay, ich hätte gedacht zumindest, dass die übernommen werden tatsächlich. Das ist ganz schön doof. Aber dann ist ja Zweitschatzleveln gar nicht so einfach. Müssen wir vielleicht diese Mine da töten? Das war so eine Idee. Ja, ich hätte gedacht, du kannst super einfach Zweitschatz hochleveln, aber das ist ja dann gar nicht so leider. Na gut, da werde ich wahrscheinlich nicht winken. Dann reicht mir mit dem Main-Char hier. Dann reicht mit der Level hier. Habe ich gerade die Leute gesprengt? Kann das sein? Sollte doch eigentlich gehen, eigentlich ja. Zumindest hatte ich das so mitbekommen, dass es so sein soll, dass der Twink alles bekommt und so. Und sehr schnell zu leveln geht.
Hui, war allein weg. Ich habe einen Laser, der verfolgt mich, oder? Hat mich verfolgt. Okay, wir holen langsam ein. Und dein Gear-Upgrade musst du auch immer neu kaufen, leider. Das dachte ich auch, dass wenn du dein Gear einmal updatest, dass das übernommen wird, aber... Wenn du dann eine neue Waffe updaten willst, musst du wieder bezahlen, leider. Mit Bronze und so. Kostet richtig viel. Aber das erste Mal updaten kostet eh schon irgendwie 50.000 oder so, ne? Darum. Ich glaube, so Gear-Updaten lohnt sich ja allgemein gar nicht. Leider. Ist das so der Plan, war rein zu exekuten? Macht zumindest ganz gut Damage. Kleinen Blade Storm. Einen doppelten Blade Storm kann ich sogar. Ne, Schurken habe ich auch weniger gesehen. Ich hatte vorhin zwei, die einen Raid mit wollten, aber die habe ich nicht angenommen. Okay, auf jeden Fall haben wir ihn down. Und wir sind wieder Infight. Naja. Wer ist das denn? Allianz ist hier. Wie weird die da rüber gesprungen sind gerade. Was? Torgrom, zum Tor! Jetzt! Auf sie, meine Schwestern! Für Kalimdor! Für Kalimdor. Tyrande. Glaubt ja nicht, dass wir zu eurer Rettung hier sind, Troll. Wir kämpfen für Kalimdor. Schafft Truppen ins Innere, während wir die Korkon beschützen. Boah, Blade Master. Genau, Twin Cave ist auch Achievement Base, ja. Das hat ein Max von 100%, glaube ich. Genau, ja. Das haben wir, glaube ich, gestern irgendwann rausgefunden, als wir Max waren. Es gibt auch in TBW diese neuen Achievements, richtig? Die neuen Specs, meine ich. Was bekommt der Krieger? Weil ich habe gesehen, Todesritter sieht richtig geil aus. Reiter der Apokalypse und so ein Kram. Er ist aber Legend Orgrimmar hier. Kriegt der Krieger auch coole Sachen oder kriegt er doofe Sachen? Weil gerade wo ich den Blade Master gesehen habe, habe ich gedacht, so Blade Master wäre ja schon ziemlich cool. Aua. Ich hau mal so eine Trommel hier an. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit... Na, du hast ja immer so eine Team, sag ich mal. Ich denke, irgendwas mit Avatar wird wahrscheinlich drin sein. Avatar ist ja das OG-Krieger-Ding, ne? Was ist das hier? Ne. Morlock Warrior, oder wie? Endlich, mein Traum.
Irgendwas mit Blades und Mountain King, okay. Mit WC3, mit Thunderclap anstatt Wirbelwind. Aber das klingt cool. Thunderclap ist eine geile Fähigkeit. Mountain King. Okay, Mountain King ist, denke ich, irgendwas Richtung Avatar, right? Ja, das ist normal. Glaube ich. Okay, ich konnte mich irgendwie gerade nicht bewegen. Ich bin so gespannt, wie weit wir kommen, ne? Ups. Meine, wir kriegen das Ding hier clear? Bin echt nicht so sicher. Also droppen noch gut Fäden hier. Ah, das sind jetzt nicht mehr die normalen Orks, die mit dem rumchillen. Ich google jetzt mal kurz diese Specs. The War Within New Warrior Talents. Okay, Slayer. Okay, warte, was geht ab? Moment, Moment, was passiert? Der Warrior Slayer? Slayer Colossus Mountain King. Klingt alles nicht so geil. Wo ist Blade Master? Slayer Colossus Mountain King. Klingt irgendwie nicht so cool. Blade Master fehlt, ne? Slayer ist Blade Master, heißt aber leider nicht so cool. Ist das gerade ein Bossfight? Oder was ist das hier, was wir gerade machen? Ich krieg richtig viel Damage gerade, ich geh da mal raus. Ist ein Bossfight, okay. Blade Master ist bestimmt Shaman oder Demon Hunter. Nee, Blade Master ist Lore technisch traditionellen Krieger. Du sagst ja auch nicht irgendwie ein Destro Warlock ist jetzt auf einmal für einen Mage Spec. Das wäre das Gleiche. Das wird wenig Sinn machen, glaube ich. Genau, Blade Master ist schön Spin to Win. Und dann schön mit der Flagge hinten drauf, wie ein Walk of 3 halt, ne? Die so abchillen. Leute, ich checke nicht, wo die ganzen Dinge herkamen. Ich glaube, es ist ein Vibe, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht gecheckt, was hier abgeht überhaupt mit dem Fight.
Ah, das war anscheinend ein Bossfight. Vielleicht war das Problem, dass wir noch 100 Trash-Mobs mit dabei hatten. Und nicht mehr so Ninja-Pulver, oder? Maybe. Na, versuchen wir weiter. Vielleicht geht's noch down hier. Darf nur keiner mehr sterben. Ich glaube, wir haben nochmal Leute verloren. Und jetzt auf mir. Ich glaube, sind alle auf mir. Okay, was ist da schiefgelaufen? Aber wir haben sie down auf 20%. Irgendwas ist schiefgelaufen, weiß nur nicht was. Was bringt mir eigentlich der Morlock? Der ist einfach da. Ich glaube, so viel AOE-Damage habe ich mir... Ding rein. Okay, jetzt haben wir es aber ohne die... Guck mal, wir hatten diese... Oh, es geht schon weiter. Ah ne, die stehen da nur. Okay. Nochmal 12 Tempo. Sehr schön. Jetzt wird. Guck mal, den Drachen habe ich von auch bekommen. Der ist ziemlich nice. Bei der Lila, der sieht aber am geilsten aus irgendwie. Dieser Fuchsdrache hier. Ah, nichts geht über die Ziege. Dieses Biss. Ja, auf wen soll ich am besten raufhauen? Frage. Auf den oder hauen wir auf den rauf? Normalerweise ist Caster raufhauen immer besser, oder? Ich kurz mal raus. Ich muss aber hier vorbeilaufen. Rip.
Sweepings nochmal angemacht. Ich glaube, da sollte ich raus. Sieht nicht gut aus. Wenn wir die jetzt nochmal nebeneinander kriegen, bleibt zumindest nochmal komplett rein. Ich sag's wie es ist, ich glaube so Arms Warrior Late Game ist extrem broken, die Dinger. Skalieren schon sehr gut. Okay. Ich weiß nicht wie, aber wir sind gestorben. Oder ist einer übernommen worden? Da soll ich ja mal raufhauen. Oh, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich mach mal den hier auf. Ne, ich befreie lieber die Hordler, tut mir leid. Bitte. Kein Ding. Hau rein. Der stellt jetzt Totems und so auf. Geil. Hier, genau so will ich aussehen. Wie so ein Blade Master. Das ist der große Traum, Leute. Aber kommen nicht sogar diese neuen Zwerge dazu, die irgendwie so groß sind wie Humans oder sowas? Ich glaube, da werden ganz komische Sachen noch kommen. Sehr schön. Weibliche Zwerge mit Bart. Na, ist Standard. Das muss. Wie war das in Herr der Ringe, dass die männlichen Zwerge genauso aussehen wie die weiblichen? So, die nicht unterscheiden kannst oder so, weil einfach der Bart zu viel ist. Ist das ein Boss? Oh, was macht denn Gammon hier? Warte mal. Hä? Den habe ich schon 100.000 Mal getötet. Der ist einfach angekettet hier im... 100.000 habe ich den schon gekillt. Und der chillt einfach hier am Baum angekettet. Was machen die mit dem? Der Arme, ey, der hat echt kein weiches Leben, ne? Ich dem irgendwie helfen? Ketten aufschließen. Danke. Danke. Kein Problem. Warum hasst er uns? Viele Male bin ich durch die Hand eines Orks gefallen. Viele Male vielleicht war ich das. Bin ich wieder aufgestanden. Ja, sehr gut. Aber das hat jetzt ein Ende. Okay. Für jeden Ork, der die Hand gegen mich erhoben hat, will ich 1000 ihrer Schädel einschlagen. Genug ist genug. Gönn dir, Gammon. Na, hoffentlich. Endlich mal. Ketzer werden brennen. Wie bitte? Guck mal, da hinten geht's auch noch weiter.
Oh, wir gehen nach RFC runter. Ragefire Cavern. Müssen wir nach RFC reingehen? Na, wie geil. Oh, warte mal. Wo ist Gammon? Wo ist er? Da kommt er. Okay, wo geht der Lümmel jetzt hin? Macht er jetzt 1 gegen 4? Okay, der tötet anscheinend die Wache. Aber sollen wir den nicht helfen? Okay, anscheinend ist er weg. Ich hätte ihm geholfen. Okay, machen wir eine Runde RFC. Ja, wie cool, dass man Ragefire Cavern an mich... Ich muss sagen, dieser Rockrimmer Raid ist richtig geil gemacht. Ich feiere den gerade total. Ich finde nur schade, dass Gammon dead ist. Ich hätte ihm gern geholfen. Ihm sehr gern geholfen, dem Armen. So, ist das der ganze RFC-Dungeon? Kann ich hier runterspringen? Ne, so ein Lava-Burst, der rüberfliegen. Wer ist das hier? Nazgrim. Den kenne ich auch irgendwoher, den Namen. Woher kenne ich den Namen? Den Nazgrim. Geht am Anfang mit dir nach Pandaria, okay. Ah, den gibt es irgendwo vorher auch schon. Ich kenne auf jeden Fall den Namen. Und ich kenne wenige Namen. Ich google jetzt. Nazgrim WoW. Der ist ein DK später. Der wird ein DK? Okay, auf jeden Fall gibt es den in Wodelkam. Irgendwas hat er mit DK gerade gesagt. Let's go. Kommen wir komplett durch. Jo. Ich habe halt ziemlich viel Damage bekommen. Ich habe hier gegen gehealt. Der stirbt und in der Deka Legion Klasse Quest erweckt man da vier neue Reiter. Okay. Ah, okay. Der stirbt hier und dann wird er zum DK wieder aufgebaut. Na gut. Alles klar. Ich glaube, wir sollen die Ads töten, oder? Lädst du mir mal hier Gegend?
kommen immer diese Banner. Das hau ich mir lieber kaputt. Mal rein, Blade Storm. Luko, Mahlzeit, lange nicht mehr hier gewesen. Danke für den 17 Monate One-Sub. Und willkommen zurück. Danke, danke für den 7. Ein wunderschön. Und Zombie-Kruste, danke für den Follow. Vielen Dank für die Follows, danke für die Prime-Subs. Danke für die One-Sub. Danke, danke, Leute. Guck mal, wir holen immer auf am Ende, ne? Am Anfang sind wir relativ weit und dann holen wir immer noch mit auf. Jetzt hat er Death Stance an. Wir kommen immer schön von hinten. Und räumen auf. Wir kriegen ja gerade wenig Damage, oder? Das so sein. Eine Death Stance gerade, deswegen? Maybe? Truppen, sammelt euch. Ich habe auf jeden Fall noch einen dicken Blade Storm hier. General is down. Wieder ein paar Fäden bekommen. Lebensraub, Vielseitigkeit. Man kriegt immer nur 3, 4, 6 Item Level irgendwie. Wait, hier ist jetzt ein Fahrstuhl? Wo geht denn das hin? Guck mal, Schutz der Rettung hat so viel Damage bei denen gemacht, ne? Aha. Interessant. Hier geht's weiter. Alter, als ob das alles hier unter Orgrim. Hat er das alles gebaut? Wir sind noch lange nicht genug, ne? Wir können mal ein Portal hier aufbauen. Vielleicht. Einfach Rom, ja. Ah, es sieht schon... Leute, ich finde den Raid so geil, ne? Der hat so eine coole Atmosphäre. Also, ich muss sagen, ist einer meiner Lieblingsraids bisher. Die ich je gespielt habe. Echt. Aber ich habe es auch damals nicht gespielt. Vielleicht war es damals anders, aber... Von dem Style der Atmosphäre gefällt er mir sehr, sehr gut. Natürlich kommt er nicht an ICC ran, ne? Das ist immer noch top of the top. Machen. Ups. Unser Tank ist gestorben. Ist gut. SOO war ein guter Raid. Schlacht auf Orgrimmar ist es, oder? Schlacht ist geiler als ICC? Ah, ich weiß nicht. Aber ich bin auch ein bisschen Classic Andy, ne? ICC? Nein, nein, nein. Also Arthas... Das Ding ist, an ICC ist das Geile, dass das gesamte Addon, ja, alles, das gesamte Addon bereitet dich auf ICC vor. Gesamt Wodelka. Es ist ja nicht nur der Raid. Dieser ganze Kram außenrum, immer wieder im Dungeon triffst du Arthas dabei,
bis es wieder stärker wird. Dann hast du den anderen Dungeon und dann am Ende triffst du den endlich. Das macht's für mich so ein bisschen aus. Und Arthas ist halt natürlich Arthas, ne? Also ich glaube, an ICC wird niemals mehr was rankommen für mich. Ja, aber Garrosh, nein. Garrosh kommt nicht mit Arthas mit rein. Also Arthas ist für mich der WoW-Bösewicht, sag ich mal. Es gibt nichts, was über Arthas kommt. Mit weitem Abstand. Hm. Es liegt an dieser Arthas-Stimmung, ja. Das Einzige an ICC nervt, wenn du die Shadow Moon baust und der dir jedes Mal flüstert und dich voll labert. Das ist das Nervige an ICC. Hug Wall. Ich fände es nicht schlimm, noch mal Mobs zu töten, weil gibt alles Loot, ne? Alleine WC3. Diese ganze Warcraft 3 Story und so, alles zielt auf ICC ab. Es ist ja nicht nur Vodelka an sich, sondern komplett WC3 mit hier Frozen Throne. Ja. Da geht alles zu Ende. Malkorok. Stellt euch mal vor, wir bekommen das hier, Leute. Imagine, wir gehen hier rein. Können die hier droppen? Die Schultern. Ist das der Boss? Kann ich droppen, okay. Wo ist der Frogfarm? Unten rechts in Zeitlos Inseln. Hier kommt ein Berserker, okay. Okay, der Boss macht irgendeinen AOE, anscheinend. Bereits bekannt. Er erklärt gerade irgendwas, aber ich verstehe kein Wort. Ich verstehe gar nichts. Irgendwas soll ich soaken mit Lila und drei Leute müssen da reingehen und dann kommen so Plattformen und sowas. Und ich bin immer noch infight bei so, ey, aus Gründen. Tanks müssen swappen anscheinend. Wer ist das hier? Malkorok, der hier. Wir sind jetzt gerade unter Orgrim, oder? Go. Also irgendwas mit Taktik hat erklärt, ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Der geht einfach rein, alles klar. Fulltimer brauchst du anscheinend nicht. Lampflug ist unter OG, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so dick ist. Was war das gerade? Aber das hat er ja nachträglich gebaut. Der hat einfach noch tiefer gegraben, oder? Irgendeine lila Fläche, meint er. Da sollte jemand reingehen und zogen.
Ich bin jetzt reingegangen, Lila Fläche. Ich glaube, es war richtig. Er hat aber irgendwas mit Lila Fläche gesagt. Ich mache meine Dev-CDs an. Lila Fläche? Keine Ahnung. Er ist dead. Ich habe irgendwas gezogen, ich weiß aber nicht was, was ich gezogen habe. Ich hätte gern 100.000 Fäden, Leute. Vielleicht mache ich irgendwann mal so einen 15 Stunden Fox Farm Stream für 100.000 Fäden. Ich muss sagen, diese Vielseitigkeitssocke, die finde ich sehr gut. Davon habe ich einige drinne. Schau mal. Ich habe 40% weniger, 20% weniger Schaden, 40% mehr Damage. Ich mag die sehr gerne, die Sockel. Da habe ich drei drinne, da habe ich welche drin, da habe ich welche drinne. Leute, okay, wer ist das da? Eisenskorpion. Alter, das ist ja riesig, was er hier gebaut hat. Kann man hier noch rein? Weil rein theoretisch, dieser ganze Stuff hier, das ist doch noch vor, ist doch noch da. Benutzt die Horde das weiterhin als Lager oder so? Ich meine, so groß wie das ist, kann man das auf jeden Fall benutzen. Das als Lager oder sowas. Oder es stürzt ein am Ende, wer weiß. Speisekammer für Grillgut, ja. Und irgendwie soll es wohl so ein grünes Ding geben, was man besorgen kann. Und damit kann man sich Schultern kaufen. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Wisst ihr, wo ich ein bisschen enttäuscht war? Wenn wir so über Raids reden. In BFA kommen wir nochmal rein. Vom Black Temple in TBC Classic. Vor allem der Feind mit Illidan. Der Illidan-Fight war sehr enttäuschend. Den bekomme ich vom Endboss, da habe ich 20 Stück von. Also muss ich 20 mal den Raid machen. Für die Schultern. Alles klar. Ich habe jetzt so wenig Bronze erst, ne? So wenig Bronze. Wir müssen erstmal den Endboss schaffen. Oh, die haben mich, glaube ich, gefokust, die Lümmel. Beziehungsweise... Okay, was geht mit unseren Tanks ab? Weird. Boah, die Musik ballert auch gut rein. Fällt mir gut. Oh, ich bin so traurig. Ich hätte jetzt gerne damals alles gespielt. Aber ich mag dieses System. Ich hoffe, die machen mit MOP noch mehr Sachen. So Legion und sowas. Weil für jemanden, für mich jetzt zum Beispiel, der es nie gespielt hat, das ist irgendwie eine richtig geile Erfahrung, hier nochmal alles mitzunehmen. So im Nachhinein. Und es ist vereinfacht mitzunehmen. Ohne viel Stress. Ballern gut rein, ne? Wer ist denn der nächste Boss eigentlich? Wir haben jetzt Malkor getötet. Die Schätze Pandarias. Das ist ein Boss.
Klingt ja wie Loot. Lagerwache. Oh. Okay, der hat ja richtig rein gelootet, der Lümmel. Der Garrosh hat gut reingelootet. Ist alles voll. Ich glaube, Lagerwache ist ein Miniboss, ne? Der Master-Looter-Lümmel, ja. Der Master-Looter-Lümmel. Gesicherte Titantruhe der Pandaren-Schätze. Mal sehen. Soll ich drauf drücken? Nee, ich drücke mal nicht drauf. Der will drauf drücken. Der will. Das ist ein Ninja-Looter einfach. Oh, hier ist auch so ein Ding. Kann ich darauf? Dann ist das HC nehmen. Zum Glück nicht. Für die wahre Horde. Oh, ich gehe jetzt hier hin. Oh, warte mal, der hat Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 bis 2 auf blau. Okay, dann bin ich auf der richtigen. Okay, nur die Tanks dürfen Boxen aufmachen anscheinend. Das ist kein Tank gewesen. Okay, einer ist direkt gestorben. Er ist gestorben, weil er die Box... Okay, wieso sterben die Leute alle weg? Haben wir noch einen Retz oder so für die? Nee, ne? Irgendeinen Wirbel drückt der. Das ist, weiß ich nicht, ob das gut ist. Das Ding ist, wir strugglen ja schon in Non-HC hier, ne? Das Ding auf HC ballern wäre, glaube ich, ein bisschen wild. Also lustiger Bossfight. Gefällt mir. Dank der Ummenge schon ziemlich easy. Ja. Aber das Scaling ist ja anders, ne? Na, hallo Eo. Also später wird es auf jeden Fall noch einfacher, aber Scaling ist, funktioniert ein bisschen anders. Also ein 64er Char, der 64er Tank, ja, macht mehr Damage wie ich auf Max Level mit 28.000 Fäden. Also es wird aber immer leichter werden. Also je mehr Leute gute Ummenge haben, ne? Meinem Umhang will ich auch noch ein bisschen pushen. So 100k Umhang wäre schon nice irgendwie.
Ich bin... Jetzt passiert? Ich glaube, ich habe auch so darauf gedrückt. Hm? Was ist denn Kralle der kochende Hut? Damit habe ich gut Damage gemacht. Okay, hier ist ein Boss drin. Ich glaube, ich mache erstmal den Kleinkram kaputt, oder? Den großen gehe. Oder belebt einfach wieder die Leute neu. Ich weiß nicht, ob hier nicht gerade gehen muss, ehrlich gesagt. Geh mal auf den hier. Ich glaube, ich darf nicht auf diese kleinen Mobs gehen, ehrlich gesagt. Okay, was muss ich machen, damit ich Damage machen kann? What do I need to do? Weil der eine Gruppe ist fertig. Anima Golem. Ich hau mal auf den Golem rauf. Cataclysm empfehlen. Vinox ist ziemlich tot. Ich weiß nicht, wie Vinox gut ist. Schau mal auf hier. Okay, bin gestorben. Schau mal auf Ironforge. Am Ende kannst du immer noch einen Server wechseln. Ich check's nicht, was passiert ist. To be honest. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist gerade. Ich weiß nicht, ob Vinox tot ist, ehrlich gesagt. Oder wo so Leute drauf spielen. So. Buff nochmal durch. Nächster Versuch. Einer ist noch tot, leider. Aber aus welchem Grund sollte Vinoxus gestorben sein? Also 3200. Lakeshire hat... Also du hast die meiste Horde-Population drauf. Also die höchste Horde-Population ist Vinoxus immer noch. Oh, ich glaube es geht los. So, die Boxen machen nur der Tank auf. Anscheinend müssen wir da sehr vorsichtig sein. Weil die eine Seite hat es geschafft. Grüne Boxen auch. Die Anima Golem hau ich kaputt, weil der war böse.
Was haben wir hier? Tank. Irgendwas mit dem Tank hat er. Tank Green. Okay, die soll man anscheinend öffnen. Na gut. Ich glaube, guck mal, der hat mich in... Oh, der hat mich weggefeuert. Okay, wir müssen leider kurz chillen. Das ist nicht gut. Weil wir schon Top-DBS sind fast, ne? Jadesturm? Ja, vielleicht nehme ich mir einen Ank rein nächstes Mal. Man muss aber sagen, der hat richtig wehgetan. Kulakterium ist da sogar drin. Bin Lich. Down Open Boxes on Blue, schreibt er. Da ist noch ein großer Boss drin. Also wir haben es bald, ne? Leider sind drei Leute hier gestorben wegen dem Mist. Anscheinend gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der man diese Boxen öffnen muss. Aber ich meine, wir haben es eh gleich voll. Den Mordifar noch töten, dann haben wir es, glaube ich, voll. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn wir es voll haben. Ob dann noch was kommt. Okay, jetzt sind wir voll. Und jetzt? Oh, jetzt kommt noch ein Raum. Oh, ich bin so traurig, dass ich dead bin. Vielleicht kann der mich Battle retzen. Vielleicht kann der mich Battle retzen, ich frage mal nach. Nee, leider nicht. Der möchte nicht, leider. Commander da drinnen. Ich würde so gern mitspielen. Aber ich bin weggestorben. Boah. Er hat mich gerettet. Insane. Oh, ich wurde gerettet, Leute. Das ist geil. Vielen Dank. Mein Dream. Ah, hier sind diese Bronzeviecher drinnen. Gerrit, der Kollege hat wirklich alles gelootet, was es gibt, ne? Aus jeder Region hat er Stuff mitgenommen. Noch schnell weg. Ich glaube, damit sind wir voll, oder? Da brauchen wir den noch. Oh, das war der Bossfight. Fand ich lustig. Wait, kann da immer nur einer hochgehen? Sicherheitssystem deaktiviert. Willkommen zurück, Belagerungsingenieur Hoosmeat. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Wie nervig, dass er
Jetzt bin ich oben. Tschüssi. Nee. So, bitte Loot, bitte Loot. Ich bekomme immer nur dieses hier. Diese Gewänder. Die will ja keiner. Okay. Jetzt haben wir Tog. Vier Bosse haben wir noch. Jo, was ist das für ein geiles Schwert hier? Sieht ziemlich cool aus. Not bad. Die haben so einen Salander-Raptor hier drinne. Sind wir überhaupt schon hier? Junge, Junge. Hier ist noch ein Yeti. Achso, hier sind ganze Tiere, die er gefangen hat. Er hat einfach alles mitgenommen, was es gibt. Warum genau ist Garrosh so durchgedreht? Was war da das Ding? Der Auslöser. Hat er einfach nur einen Dachschaden oder... Irgendwas muss mit dem ja gewesen sein. Vaterkomplex oder so. Ich denke mal, weil seine Waffe in Karazhan einfach droppt. Wie so eine 0815-Waffe. Dachschaden und alter Gott. Okay, alter Gott ist es wahrscheinlich da. Na, die sind nicht immer... Die sind nicht so nett. Alten Gott kann ich verstehen. Sein größtes Verbrechen ist das nächste Addon hierzu. Was kommt hier nach? Legion? Was kommt nach MOP? Legion oder BFA oder WOD? WOD kommt. Warlords of Draenor. Das ist wieder Burning Crusade oder so, ne? Es ist auch irgendwie wild. Einfach wieder nach Burning Crusade rüber. Okay, keine Ahnung, was wir machen müssen, aber wir gehen einfach mal rauf. Mein DD ist gerippt. Zwei DD sind gerippt. Garnison war so eine Art Housing zu versuchen, oder? In WoW. Also
Also was ich damals gesehen habe, waren diese Trailer für die verschiedenen Ork-Clans und BOD. Und die sahen richtig nice aus, muss ich sagen. Ich glaube, wir wipen hier. Ich habe keine Ahnung, was dieser Boss macht, aber sieht nicht gut aus. Garnison am Anfang war buggt ohne Ende. Na gut, das ist WoW, ne? Okay, ich glaube, es müssen wir nochmal neu machen. Zubeißen, da habe ich einfach gefressen. Einfach geschnappt. Weggeschnappt hat er mich, der Lümmel. Die Anzahl der Fäden, das ist eine Wig-Aura. Kann ich dir gerne schicken. Das ist die hier. Sehr nützlich. Seit Legion ist Demon Hunter die OP-ste Klasse schlechthin. Ist das so? In jedem Add-on war es die beste Klasse. Das ist verrückt. Also falls er zweimal fixated will, muss er einfach wegrennen. Oh, ich liebe das, wenn Leute einfach liegen bleiben und nicht laufen. Hätte man genug Nachschub, ich würde sowas sofort rauskicken. Ich buff nochmal durch. Right. Ich hoffe, wir schaffen diesen Tino. Dann sind wir nicht relativ nah dran am Endboss. Der hat Unmenge P, oder? Lassen wir mal so ein... Kann man selber einen Heiltrank rein, so ein bisschen supporten hier.
Blutraserei, das ist nicht gut. Fixate macht er jetzt wohl. Müssen wir jetzt alle wegrennen? Ich renne jetzt mit weg. Und gehe jetzt auf den mit drauf. Okay, drei Leute sind direkt dead. Kann es sein, dass man nicht an ihm dran sein darf, wenn er fixieren macht? Die rennen alle noch da rum, ne? Und hauen auf den Boss drauf. Weil ich habe das Gefühl, das ist das Falsche. Weil wenn die da vorm Boss, wenn die da vorm Boss stehen... Ich glaube, man muss... Also eigentlich müssen alle wegrennen vom Boss. Alle müssen vom Boss weg und erstmal den Kerkerwächter töten, oder? So sehe ich das gerade. Richtig? Aber was bringt es weiter auf den Boss raufzuhauen, wenn wir eigentlich den Kerker töten müssen? Und die werden ja alle gefressen dann, theoretisch. Genau, wird auch schneller mit der Fressphase und so, ja. Bronze ist nicht Account gebunden. Wie jetzt? Nee, Bronze kannst du nicht mailen. Ich dachte, das wäre Account gebunden. Krass. Nicht gedacht. Gerade ein Quink gemacht, der hat 0. Das ist aber doof. Okay, haben einige Leute, die rausgeliebt sind. Sollte ich RIP? Ich glaube, wir kriegen das noch gefüllt hier. Ja, zwei Wipes waren zu viel für die. Die mussten weg, leider. Aber die Mechanik ist ja nicht schnell. Nicht schwer. Du musst einfach nur weggehen und den Jailer töten. Oder sehe ich es falsch? Wie machen wir das Teleport-Ding? Also ich hätte gehofft, dass mehr Account gebunden wird in dem Ding.
Dike haben wir bekommen und ein Paladin, okay. Und sehr viele diese Platten-DDs spielen hier. Nee, eigentlich ist nur wichtig, dass du nicht vor ihm stehst, wenn er Fixate macht. Also, sobald Fixate kommt, weggehen. Einfach weglaufen. Fertig. Alle. Und dann auf den anderen Mob gehen. Mehr musst du, glaube ich, nicht tun. Einfach weg. Ja. Ist ja egal, ob du dran stehst. So. Ich kann mir in der Zeit ein paar Sockel bauen hier. Meine, die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Was ist das hier? Ah, das ist, wo ich der... Nö, ich will kein Panda sein. Na gut. Sind wir ein Panda-Bär. Müssen wir durch. Wie weird so ein Panda ist einfach. Jo, wieso zeigt er in den Raid rein? Das Gute ist das schlecht. Ich fühle das nicht so geil, wenn er einen Raid rein zeigt, aber ich kenne mich auch nicht aus. Der hat 50 Millionen gemacht mit diesem Segen der Rettung. Holy moly. Ich bin ganz hier unten, der Lübe. Da sind schon wieder super viele Leute gestorben. Check ich nicht. How sind sie gerippt? Ich meine, ich krieg auch gut Damage, ne? So, jetzt gehe ich direkt auf den hier mit drauf. Jetzt kommt ein neues Fixate. Und jetzt müssen sie aufpassen, weil der muss jetzt raus. Mit dem. Der muss ASAP weg. Ne, hatte. Das gerade gesehen, das war ja ein Grief. Das gerade gesehen, der wollte mich in den Ding reinziehen, der Lümmel. Recht. So, ich lass einfach mal weggehen. Jetzt wird der gefressen. Perfekt. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder raufgehen, oder? War doch gar nicht so schwer. Ich glaube, jetzt haben wir es auch verstanden gehabt. Alle. Jedenfalls ein cooler Bossfight.
Sehr geil. Yo, Reveny, danke für den Rhyme-Sub im ersten Monat. Vielen Dank für den Support. Und danke auch für den Follow hinterher. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. So, wir retzen nochmal. Okay, die sind schon geretzt. Und da ist NRC. Man muss eigentlich seine Stacks resetten. Ich habe keine Ahnung, was man muss. Schau mal deine Videos. Support ist kein Mord. Vielen Dank für den Support. Und schön, dass du Videos schaust. So, drei Bosse noch. Drei kleine Bosse. Da ist eine dicke Kugel. Und eine Bohrmaschine. Mit Allianzzwergen. Moria, Moira Taurisan ist hier. Ist das nicht die Prinzessin, die wir aus BRD retten? Ich grüße euch. Irgendetwas stinkt ganz gewaltig in den Kammern unter der Stadt. So, so. Ihr seid also diejenigen, die meinen eisernen Kolossus. Das waren wir, ja. Das ist der das war der Skorpion vor Orgrimmar. Okay. Ja, das sieht gefährlich aus. Auf geht's, Jungs. Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Na gut. Oh, warte, die sind schon am Kämpfen, alles klar. Hier so eine Mine. Kann ich hier reinspringen? Oh. Kurz, wie ich da reinspringen kann. Konnte ich nicht. Da kamen Mobs raus. Bohransturm. Der hat eine richtig fette Faustwaffe, ne? Stell mal vor, die könntest du looten. Als Waffe. Da wärst du so ein Schurke mit zweimal dieser Riesenfaustwaffe. Ach so, da kommen immer die Mobs raus. Das ist der Bossfight gerade. Das macht Sinn. Ich glaube, da ist ein Priester gestorben. Und da kommt eine Mine. Den haben wir. So. Jetzt können wir sogar da reingehen. Also muss man wirklich da rein. Wo sind wir? Schwupps. Oh, der ist leider tot jetzt. Boss on Blue, schreibt er. Ranged on Green. Nehmen wir mal einen Gesu mit.
Sieht auf jeden Fall cool aus, der Boss. Für was braucht man die Umhang-Fäden? Für den verbesserten Umhang. Und da bekommst du sehr viel Stats von. Ich habe zum Beispiel schon 15.000 Ausdauer damit. Ja. Deswegen habe ich 1 Million Leben. Also ohne diese Umhang-Upgrades wirst du sehr schwach sein. Aber die bekommst du automatisch von allem. Ja, von Quests, von Bossen, von Trash-Mobs und so weiter. Können wir den kicken hier? Der versucht immer rein zu griefen. Spürt die Macht, die Todesschwinge mir verliehen. Eine schöne Gelegenheit, Arbeit zu kombinieren. Oh. Okay, schöner Bossfight. Lol. Der war dead. Gut, das war der Boss. Ach du meine Güte. Okay, wer ist der nächste Boss? Klaxi. Getreuen der Klaxi. Was sind die Klaxi? Sind das diese Käferviecher? Na, auf jeden Fall ein paar tote Viecher. Der hat sich gerade noch bewegt. Ach, Sorfang ist hier. Lol. Was geht? Habt ihr Thrall gefunden? Ich bin schwer verletzt. Good luck dir. Er bestand darauf allein. Jojo. Aber Thrall ist irgendwo hier wohl. Ah, die Käfer. Sie haben es so weit geschafft. Ich sag. Ah, Nazgrim. Ein großer Anführer und Krieger. Der Eid gegenüber. Wie unlogisch. Haben Sie eure Warnung nicht vernommen, Kilrock? Ich habe. Der Mann ist ihnen in einer Nacht. Let's go. Ja, das ist ein Wiegauer, genau. Habe ich vorhin mal reingepostet, die habe ich hier. Moment, ich schick sie dir mal. Die Wiegauer hier. Steht gerade im Chat drin. Ins Gesicht. Und irgendwas habe ich Akrobis Gefühl gehabt. Was ist das für ein Ding hier? Und eine Frog 15k? Ja, die kriegt man allgemein sehr schnell, ne? Die Dinger. Frogs Farm ist so ein sehr schneller Farm, den du machen kannst. Kannst du Bronze und Fäden und so bekommen, ja. Ist unten in den zeitlosen Inseln. Musst du dich einfach mal über den Dungeon Bros anmelden bei so einem Frog Farm Ding oder so.
welches Level? Ich würde auf 65 hingehen. Weil du dann die epischen Fäden bekommen kannst. So, mal sehen. Den Käfer noch. Das sind die Gegner hier, oder? Das wäre ja nicht der Bossfight jetzt, oder? Nee. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Haltet euch nicht zurück. Das werde ich auch nicht. Wo kommen die Bosse runter? Wir schreien da. Ich mach den Panda mal weg. Wo ist mein Panda? Kann ich den wegklicken irgendwie? Okay, Rika, Skea, Korben, Hisek und Kasek töten wir. Und dann haben wir die down, anscheinend. No joke. Ach, das ist eine Armbrust. Dachte gerade, das wäre eine Spitzhacke. Never mind. Let's go. Und das ist normales. Ich habe vergessen, wen wir töten sollen. Das ging zu schnell irgendwie. Ging viel zu schnell, ich weiß gar nichts mehr. Korven sollen wir töten. So einen ähnlichen Fight gab es halt schon mal, ne? Dass einer sich immer hochretzt. Wenn einer stirbt. Okay, auf wen gehen wir jetzt? Ja, auf den hier.
Zarilla sollen wir töten. Ich habe einen dicken Stun. Oh, Heilpot, Heilpot. Jetzt müssen wir Xarel töten. Ich mach Trommel mal wieder an. Wir haben schon einige Leute verloren, ne? Wie viele sind das? Da kommen immer mehr runter. Lizardo gelb. So, wen gehen wir jetzt, die Frage? Auf Katzig jetzt. Auf den hier. Oh, ein Tank ist down. Nicht gut. Dieser eine Stun, der hat uns ganz schön weggehauen, ne? Aber vielleicht können wir es noch schaffen, tatsächlich. Bei vielen Perren sind wir nicht mehr. Obwohl, die retten sich ja wieder, ne? So, auf wen gehen wir jetzt? Hier auf den hier. Der hat weniger AP. Shatter rein. Sweeping Strikes wieder anmachen. Weil jetzt sollen wir Killruck töten. Na gut. Wird doch nochmal wechseln. Super. Boah, dieser Stun ist übel, ne? Das Ding ist, kriegen wir Killruck jetzt überhaupt down? Wenn andere noch schon so low ist? Der Tank pallert gerade richtig durch. Ich glaube, wir müssen auf den gehen. Es gehen alle auf den hier. Warte, was ist, wenn man da drauf drückt? Ich mach's mal nicht. Oder eine Tank liebt ja. Sehr schön. Das Ward-Ding, irgendwie versuchen wir es manchmal, ja. Also einmal, gerade eben hat es einmal, glaube ich, geklappt. Mit diesem Ward-Teil. Ich glaube, der hat hier mit seinem Ward 16 Mille gemacht, ja. Cool. Wir brauchen noch einen Boss. Jetzt kommt Garrosh, Leute. Wenn wir den down bekommen, wäre ziemlich nice. Oh, ich kann aber reinretzen. Ich retze mal jemanden. Da hatte jeder diese... Achso, die haben mich schon gerettet. Jetzt kommt Endboss, oder? Und wir haben 28.000... Roman geknackt.
Holy. Warte, ich halt schade, wenn ich den Thron nicht geschafft habe. Den Thron hätte ich noch gerne geklärt. Leider nicht funktioniert. Jetzt haben wir nämlich immer noch nicht das Amulett. Sonst hätten wir hier die Kette bekommen. Wo ist sie? Auf jeden Fall hier. Aber es fehlen leider die letzten 6 Bosse hier drin. Kommt er hier hinter? Tür des Sanktums. Mal sehen. Ob der da kommt, der Lümmel? Ich würde die gerne aufmachen. Hoi. Was genau ist das für ein Herz? Es ist noch nicht zu spät, Gavosch. Leg den Mantel des Kriegshäuptlings ab. Wir können die. Damit kann man sich irgendwie so dingsen, ne? Jetzt. Ohne Blutvergießen. Das war dieses. Vom alten Gottesherz. Und damit kann man dieses Ding irgendwie kontrollieren oder sowas. Was Ruhm in der Schlacht ist. Ihr, die ihr mit den Menschen verhandelt und den Hexenmeistern erlaubt habt, ihre dunkle Magie vor unserer Nase zu wirken. Ihr seid schwach. Wir sind die Orkische Horde. Die wahre Horde. Wir sterben blutig und tot. Seid kein Ork mehr und sprecht für niemanden außer euch selbst. Ihr habt unser Volk verraten, um eure kümmerlichen Allianzen zu schützen. Wieso ist Thrall so riesig? Wird mir Genugtuung verschaffen. Warum ist der so groß? Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ich werde den Fehler, den ich vor langer Zeit begangen habe, wieder gut machen. Geister des Windes, der Erde. Und des Wassers. Er hört meine. Ihr Narr. Meine dunklen Schamanen. Oh oh. Menschen dieser Gegend verzerrt und gefoltert. Gethral ist hier nicht so stark anscheinend. Wieder einmal seid ihr schwach und kraftlos. Ich mag kraftlos sein. Aber ich bin nicht allein. Wollt euch also einem echten Kriegshäuptling stellen? Oh oh. Ich glaube, er ist gerade noch stärker. Dong, 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 dong. Das war ja nichts. Voll der Anime-Kampf. Okay, One-Shot im Endeffekt. That DB ist ja. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe auch nicht gelesen, wie der Kampf geht, aber wird schon.
Jedenfalls sehr nice Musik hier, muss man sagen. Blitz um rein. Was wird da getankt anscheinend? Alles klar. Aber da kommt noch super viel Kram mit rein. Jo, was ist das? Was ist das in der Mitte, wo ich da raufgehe? Was war das in der Mitte gerade? Gehen wir damit rüber. Oh. Der wird ja noch mal größer. Das tat weh. Ich glaube, das müssen wir normal machen. Und der Boss hat 4 bis 5 Phasen. Geil. Okay, wie können wir ihn jetzt freilassen? Ich glaube, die müssen fix sterben, ne? Okay, wo sind die, dass die nicht... Hielt er sich immer noch dagegen? Wird einfach sterben? Irgendwas macht er. Fein. Danke. So, nächster Versuch. Also diese Kugeln, die One-Shotten auf jeden Fall. Die kann ich nicht irgendwie minimal tanken. Die sind einfach One-Shot. Okay, Thrall ist jetzt hier oben drauf. Dass der so weak ist, ne? Nee, nee. Vielleicht nehme ich noch einen zweiten Jump mit. Habe ich ja dabei. Nee, ne? Nee. Okay, nächster Versuch. Aber da haben wir wieder so ein Ding hier. Mist, kann ich nicht. Ein Transmog ist hier. Wir gehen Ninja rein. Wir brauchen Ninja-Kraft.
Warum muss man darüber gehen? Müssen alle darüber gehen, oder? Das würde ich gerne wissen. Müssen wir nicht auf diese Waffe gehen? Tötet jetzt die Mobs jetzt weg. Oh! Der Tank hat sich weggeschroten lassen. Was? Wo sind wir denn? Phasenwechsel. Wie geil, ey. Holy moly. Okay, der hat einfach 5 Leute gewonshottet. Alle in diesem Frontal drin gestanden haben. Genau wie der. Das ist ja nicht so hart, der Frontal. Den sieht man ja, oder? Das Ding ist halt, lohnt es noch jetzt weiterzuhauen, ne? Wirbelnder Verderbnis. Okay. Er hätte sich nicht die Hälfte wegstompen lassen, gerade wäre ganz gut, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob man die Waffe töten muss, aber ich mach's einfach mal. Warte ich mal ein bisschen gegen. Geht einfach mal rauf, Mann. Ja, das müssen wir nochmal neu machen wahrscheinlich. Also irgendjemand wird immer übernommen. Und wenn übernommen wird, stirbt irgendwie weg. Okay, ich gehe jetzt mal nicht auf die Waffe. Mal gucken, was passiert. Nicht auf die Waffe hauen. Oh, wo sind wir jetzt hier? Tempel des Roten Kranichs. Wie nice.
Ah, die Mobs sind weg. Warte, das hier Garrosh Synergie. Das muss sicherlich down sein, bevor das hier vollgeht oder so, ne? Bitte nicht wieder. Oh, die Waffe ist auch hier. Guck mal, der nimmt über Leute. Wenn er Leute übernimmt, dürfen wir die nicht töten, oder? Ah, das ist das Ding wieder. Hier kommt Kleinkram raus. Alles klar. Ich töte den Kleinkram mal weg. Bekommen wir diese XP-Bonus auch im LFR? Ich glaube ja. Macht es Sinn, hier raufzugehen auf das Ding? Nein. Der wird halt geheilt, ne? Okay, wir müssen die Dinger wegmachen. Ich bin der Einzige, der hier drauf ist. Das ist ein Wipe, leider. Komisch, dass die alle im Frontal gestorben sind, die Lümmel, ne? Let's go, Leute. Mein Bladestorm rein. Eigentlich hätte ich Bladestorm immer warten müssen, bis die ganzen Trap-Moves hier sind, oder? Sind wir ehrlich. Okay, den muss man anscheinend töten, damit dieses Rad nicht kommt. Und auf der Seite kommt das Rad jetzt. Jetzt habe ich es gecheckt. Keiner tot bisher. Einer ist gestorben. Wie auch immer. Sie haben schon wieder zwei tot, komischerweise. Ich frage mich, woran die sterben. Vielleicht kann man das... Weiß ich, wie ich es verhindern kann, dass sie sterben. Er hat wieder zwei DDs, die jetzt fehlen, ne? So, hoffen wir mal, dass die... jetzt nicht wieder alle im AOE sterben. Ach, warte mal, das ist ein anderer Raum jetzt. Einer ist tot, sehr gut. Ich
Wie lange geht hier so eine Phase? Ah, jetzt vorbei. Wirbelsturm-Ding haben wir durch. Okay, der war instant dead. Sehr schön. Welche Phase kommt danach? War da gerade hinten ein Frostwurm? Was hat der Frostwurm da gemacht? Jo, der sieht ja übel aus jetzt. Mit dem geht's gar nicht mehr gut. Haut das Ding weg. Okay, ich mach's nicht weg. Wenn ich da drinne stehe, hiel ich ihn, glaube ich, oder so. Wie kann MOP zocken? MOP Remix. Please. Ist nur ein PvE-Event. Let's go. Cooler Bossfight. Wir haben jetzt irgendwie viele Phasen übersprungen, glaube ich, aber... Richtig nice. Holy moly. Also der Raid... Einmal Knochen haben wir bekommen. Und unendlich viele Fäden. Ich muss sagen, der Raid ist richtig nice. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsraids jetzt. Wir brauchen 30 Fäden, damit wir uns die Schultern kaufen können. 30 Knochen meine ich. Was liegt hier rum? Cool. Wir gehen mal kurz nach oben. Wir haben ihn getötet. Wirst du Kader spielen am Dienstag? Ja, kommt das raus. So. Irgendwie kann ich hier eine Quest abgeben wohl. Das war LFG, das war Normal, nicht LFG. Wie geht's uns denn heute? Möge die Jahre schon machen? Nice. Hat sehr gebockt. Das war nicht LF, Looking for Raid, ne? Bringt es zu Ende für die Horde. Alles klar. Seine Strafe bestimmt nicht ihr allein. Ihr werdet ihn nicht mitnehmen. Wir haben alle unter seinen Schandtaten gelitten. Mein Volk mehr als jedes andere. Was passiert jetzt mit dem? Er soll sich in Pandaria dem Gesetz stellen. Dort werden wir Gerechtigkeit üben für alle. Na gut, und was mit dem Herz jetzt? Die Horde braucht ihren wahren Kriegshäuptling. Jetzt mehr denn je. Ja, aber du hast die Horde. Oh, wird Vol'jin jetzt der Kriegskönig hier? Zusammengehalten. Du warst es, der unsere Ehre höchst.
Nice. Voldemort feiere ich sowieso. Das ist ein cooler Kollege. Die feiere ich gar nicht, die blöde Kuh. Sie hat sich auch nicht verbeugt. Habt ihr es gesehen? Die einzige, die sich nicht verbeugt hat. Lasst mich mit eurem Kriegshäuptling sprechen. Ich spreche für die Horde. Das gefällt ihm gar nicht. Nun gut. Die Horde hat Abscheuliches begangen, Vol'jin. Doch manche unter euch haben gegen Garrosh's Tyrannei gekämpft. Deshalb bin ich gewillt, dieses Blutbad. Sehr schön. Der haut irgendwann nach Draenor ab danach, okay. Doch glaubt mir. Also hätte man ihn doch einmal weghauen sollen. Stimmt, eigentlich hätte man den direkt weghauen sollen, ne? Cooles Ding, ey. Sehr gefeiert, das Teil. Holy moly.